Wassalamu alaikum, Habubtis, Freunde, ihr seht schon, euer Lieblingsgorilla ist wieder am Start und ich, keine Ahnung, Digga, diese Corona-Jumps meiner Haare wirklich richtig hart, Alter, nächste Woche komme ich auch wie Glatze, wie Stevie und so weiter. Aber Freunde, ihr wisst, ich hatte den Glatzen-Trend, bevor alle anderen das hatten, aber ich mach's nicht nochmal. Aber ist ja auch egal. Freunde, ihr seht schon, wir machen heute hier einen richtig geilen App-Escape, Death Run. Keine Ahnung, das sind einfach 4 Apps in einem. Und wenn das Ganze nicht auf 10 Minuten kommt, machen wir noch eine 5. App. Aber ihr könnt bis jetzt schon sehen, dass wir hier an sich ziemlich bekannte Sachen haben. Und mit dabei ist Blazers. Was geht? Guck mal hier, hallo. Kann ich dich killen? Nee, kannst du nicht. Nee, ja, lass Map switchen. Freunde, wenn ihr Videos mit dem Kleinen hier sehen wollt und Valorant-Videos, Gaming-Videos und so weiter, dann abonniert meinen 2-Kanal und kommt auf Twitch vorbei, weil da sind wir auch ein bisschen öfter. Aber Leute, bevor das Video anfängt, wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann ändert das jetzt gerne. Abonniert meinen Kanal, Leute, drückt auf diesen Button drauf und aktiviert die Glocke, Leute, weil ohne Glocke geht's einfach nicht mehr. Und wenn ihr komplett übertreiben wollt, geht gerne in den Shop rein und stellt mich da als Creator ein, Leute. Einfach unten rechts draufklicken im Item-Shop, dann Kitmap eingeben, akzeptieren, Leute, und das war's, Leute. Ihr habt davon keine Nachteile und helft mir richtig weiter, Leute. Ich würde aber sagen, reicht es mit der Werbung, fangen wir an mit dem Video. Ich würde dann einfach sagen, wir starten da mal mit Angry Birds, Freunde, aber das ist das allererste und hier müssen wir, glaube ich, versuchen, einfach diesen Turm da hinten runter zu schießen. Und mich interessiert es echt mal, Digga, ich nimm ihn wieder auf, wenn ich gerade aufwache, Alter. Trink kurz was. Ah, ich habe Apfelsaft neben mir, vegan. Achso, ich dachte, ein Apfelsaft des Dingens. Kuh drin. Warum schreibt man auf Apfelsaft vegan? Muss man nicht verstehen. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, ob ihr Angry Birds noch kennt. Weil ich weiß, früher in meiner Schule hat es aber jeder gespielt. Die waren alle da am Suchten im Flur und so weiter. Das Handy wurde abgenommen. Lehrer haben sich geschlagen. Okay, das nicht. Aber Freunde, ich würde sagen, wir starten einfach mit Angry Birds. Und derjenige, der zuerst das oben trifft mit der Tomate, der kriegt den ersten Punkt fürs erste Level. Und weil wir wissen, dass Blaze mitspielt, haben wir eigentlich schon gewonnen. Ja, okay. So, warte, warte, ich zieh mal. Zack, einfach hier. Schade. Super, okay, schade. Du bist dran. Wir machen abwechselnd. Ja, okay, ich mach kurz Punkt, ja? Ja, hau raus. So, pass auf, guck mal. Ja! Super! Okay, warte. Man muss, glaube ich, ein bisschen höher. Ja, mach mal ein bisschen warte, höher. Warte, warte, warte. Okay, ich glaube, das ist gut, Digga. Warte. Let's go! Oh. Bitte, bitte! Oh! Nein, was? Ey. Ich dachte, man muss cool hinschießen. Ich hab gar nicht gewusst, dass man nicht auch selber hinschießen kann. Aber, Freunde, ihr habt gesehen, Angry Birds richtig bestanden. Und Blaze ist halt Numero Dos und nicht Numero Uno. Machen wir weiter mit Jetpack Joyride. Ich glaube, diese App kennen wirklich die wenigsten, weil das war wirklich, glaube ich, komplett vor eurer Zeit und so weiter. Aber an sich eigentlich auch extrem bekannt, war einfach Legendary. Und was müssen wir hier machen? Reach the Goal, One-Player-App. Ah, Blaze kann nicht mitmachen. Sollen wir es so machen? Warte, wir machen einen Zeitdurchlauf. Wir gucken, wie viele Versuche wir brauchen, bis wir sozusagen durchgekommen sind. Derjenige, der weniger Versuche braucht, der hat es sozusagen geschafft. Dann würde ich sagen, geht's los in 3, 2, 1, let's go! Okay, wir müssen an sich einfach nur durch diese Dinger durch, ne? Durch diese Boxen. Hier hoch. Achso, da kommt eine Tonne! Erster Tod. Wir machen nochmal, aber das ist so unfair. Ich wusste nicht, dass da eine Tonne kommt, Digga. Warum sagst du nichts? Ja, hab ich doch gesagt. Guck mal hinter dir. Ach, cool, hab ich nicht gehört. Holy shit, jetzt kommen hier Laser. Oh mein Gott, meine Speicherkarte ist voll Freude, aber ich muss kurz durchziehen wegen Dingens. Da, Zone! Ein paar Sekunden später. Okay, 2 Tode haben wir, glaube ich, schon. Die Sache ist, meine Facecam ging aus. Das war halt auch... Digga, das sind so dumme Tode, Alter. Jetzt macht Blaze gleich First Run, weil er schon gesehen hat, was ich alles machen muss. Hä? Das ist halt ganz einfach eigentlich. Das ist okay, wie ich gerade geleckt habe, Alter. Aber egal, ich habe es wenigstens geschafft. Und ich glaube, Tone ist... Na, boah, die Tone ist voll weit weg. Ich weiß nicht, warum das gerade hier so leckt, Leute. Anscheinend ist die Map einfach geistig auf anderem... Okay, warte, ich lade mein Jetpack auf, bevor ich hier durchgehe. Holy shit, wo muss ich da durch? Oh mein Gott. Und die Zone ist direkt hinter uns. Bitte. Ja. Okay, ich habe 2 Tode, Leute. Heißt, Blaze muss das Ganze jetzt innerhalb von 2 Versuchen schaffen, sonst hat er verkackt. Gib mir einen, alles gut. Einen? Okay, wir geben dir einen. Ja, nee, 2. Nee, nee, du hast einen gesagt. Ah, geht schon los direkt. Ach, ja, ja. Let's go, Bruder. Ja, okay, gar kein Stress, Digga. Oh, nee, ganz knapp an der Zone dran, Digga. Hä? Als ob wir das gerade First Try... Ah, super. So, 2. Versuch, Blaze. Wenn du jetzt verkackst, dann hast du nur noch einen 3. Um auszugleichen. Komm, komm, komm. So, komm, mach deinen Dingen, sprein Sprünge hin und her. super. Ja, dann dein letzter Versuch, Blaze. Ich würde sagen, mal gucken, ob die Zone dich dieses Mal kriegt. Ja, ich wollte nur ein bisschen Spannung aufbauen. Ja, ja, ein bisschen Spannung aufbauen. Ja, ja, probier mal. Okay, ja, jetzt kommen die Laser. Ah, nice. Komm. Ja, bitte. Die Dingen fallen verkackst du eh. Nee. Die fallen verkackst du eh. Safe. Ja, bei mir hat die eigentlich nicht mal ausgelöst. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, haben wir gewonnen. 2 zu 0, Digga. Ey, Bruder, die letzte App ist schon, Digga, gleich hier, wenn ich die jetzt gewinne.
Dann geht's weiter mit Mario Kart, Freunde. Und ihr seht schon, ich und Blaze sind jetzt hier auf der Startlinie. Komm, geh nach ganz vorne. Nee, du fährst vor. Ich fahr vor? Ja. Okay, ich fahr vor. Und dann 3, 2, 1, let's go. Und die Sache ist, hier müssen wir ganz, ganz vorsichtig fahren. Weil ja, ganz vorsichtig. Guck mal, wie er mich schubsen will. Ganz vorsichtig. Naja, dann fahr mir mal hinterher, dann schubst mich mal. Wenn du das überhaupt kannst, so schnell mach wie ich. Mach mal First Try durch. Ja, ja. Ah, super. Super, ich mach allein. Hallo. Hallo. Ja, nö. Nö. Ja. Ja, super. Geil. So ein kleiner Jarak, Digga. Ja, du kommst eh nicht weiter, weil Blades Leute müsst ihr halt wissen, er versucht mich immer halt zu killen und so, weil er weiß, dass er selber nicht weit kommt. Mhm. Guck mal, er fährt sogar rückwärts. Junge, was ist falsch mit dir? Guck mal, wie kacke du bist. Echt durchgekommen, nice. Und nochmal auf. Ja, ja, fahr mal durch die Zone. Nein! Hätte ja klappen können. Übrigens, Freunde, falls ihr euch fragt, warum alles gerade so komplett durch ist und so weiter und warum Blaze dabei ist, es ist einfach 10 Uhr morgens gerade und Blaze ist der Einzige, der so früh aufstehen würde für eine Aufnahme. Okay, aber an sich, Digga, wenn Blaze hier nicht so abfuckt, ist das voll easy. Ja, ja. Ja, für mich ist das easy, für dich ist natürlich alles schwer. Hey, ich mach grad First Try hier nochmal. Ja, ja, mach mal First Try. Oh! Ja, ja, super! Nein! Super gemacht. Ja, und wie sieht's bei dir aus, Blaze? Ja, ich bin halt durch, aber ich habe keinen Quad mehr. Ja, hallo, hör mal auf! ADHS-Kind, Alter. Okay, jetzt kommen wir wieder zu den Zonen, Freunde. Hier müssen wir aufpassen. Blaze, willst du vorgehen? Ja, ich mach schon. Gar mach kein mal. Stress. Easy. Okay, nice. Ja, und bei dir? Ja, ja ist ja ganz... ja, ganz easy. Ja! Okay, okay, komm. Jetzt. Oh, ganz easy, Digga. Ja. Und dann rushen wir mal kurz vor, Blaze. Ich weiß auch nicht, warum du stehen geblieben bist, aber auf jeden Fall Ehre von dir. Dafür, dass du mich gerade runtergekickt hast und so weiter, war das auf wenigstens das Mindeste. Ja. Und Freunde, ihr wisst, Digga, ich bin Eismeister, Digga. Hier kann mich keiner jumsen. Nee? Nee. Warte ab. Okay, okay. Komm, bitte, 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 bitte. Was ist los? Ja, die Zone hat mein Quad gekillt. Was für eine Zone? Hinter dir, guck mal hinter dir. Nee. Warum sagst du das? Ach so! Ach so! Meine selbst Yuki fragt sich gerade, what the fuck hier passiert ist. Auf einmal kam diese Buzz-Dinge, Digga, ich bin über diese Teil gesprungen und dann war Runde vorbei. Okay, wir haben jetzt wieder bis hierhin gespielt, obwohl ich gerade so früh am Morgen so gejumpt bin, habe ich das Ganze nochmal für euch gemacht, Freunde. Und jetzt können wir nochmal dasselbe hier machen mit der Zone. Blaze meinte, es kommt eine Zone hinter uns. Ja, okay, da kommt wirklich eine Zone. Armer Nacho. Oh mein, hey, der Bruder, ich muss los. Ey, Bruder. Komm, bitte. Oh. Holy shit, war das knapp gerade, Alter. Okay, dann können wir weitermachen, Blaze. Warte, ja. Ohne Auto lässt sich schwer fahren, ne? Ja, gut, ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Der dritte Punkt gehört auch uns. Ich glaube, wir können, Digga, wir brauchen gar nicht weitermachen. Nein. Komm rüber, komm, ja, komm her. Ich mache jetzt noch fertig First Try, pass auf. Komm, komm, komm rüber, komm. Bin in einer Minute da, ja. Also, eine Minute. Machen wir kurz diese perfekte Slalom, genau, Digga. Leute, wenn ihr die Map auch spielen wollt, Link ist dazu natürlich, Code ist dazu natürlich hier oben. Da oder so, oder da, oder da. Na gut, Freunde, ich würde sagen, Blaze. Warte. Du hast noch nicht mal die Hälfte geschafft, Digga. Ja, wir beenden einfach. Plants vs. Zombies Unlocked, Leute. Kommen wir zur letzten. Und wie schon gesagt, machen wir jetzt weiter mit Plants vs. Zombies, Leute. Wer das Ganze kennt, weiß wahrscheinlich auch, worum es hier geht. Wir müssen nämlich unsere Base protecten. Zombies werden gleich von da hinten auf uns zulaufen. Und unser Ziel ist es, alle zu töten. Hier darf kein einziges Zombie zu diesen Trucks, weil sobald diese Traktoren angegriffen werden, ist unsere Base down. Dann würde ich sagen, Freunde, starten wir die Spiele. Blaze nimmt rechts, ich nehme links. Derjenige, der zuerst verkackt hat, hat einfach verloren. Und denjenigen, den wir in der Mitte kriegen, den machen wir zusammen. Weil das ist immer der Boss. So, zweite Runde, zweite Wave. Ah, da kommt der Boss schon. Oh ja. Komm, baller auf den. Ah, okay. Und der ist langsam. Oh, shit, 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 shit. Ich dachte, Blaze kriegt das alleine hin. Ja. Oh! Holy shit! Oder ich hab fast wegen dir verloren. Hä? Super, Ahmed, klasse! Ich mach das schon. Papa Toni macht das schon. Dankeschön. Okay. Huli kriegt wahrscheinlich diesen Ehrenpunkt, Leute, weil ich einfach gerade so dumm war und da reingesprungen bin. Aber kriegen wir das trotzdem hier noch mit dem Boss? Warte. Die letzten sind das, glaube ich. Nice, das war's. Okay, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Zombies gekillt. Plants vs. Zombies war meiner Meinung nach ein bisschen zu ein... Mahmoud? Mahmoud, könnt ihr bitte wieder zurückgehen? Hallo? Ja, scheiß auf die, Digga. Komm, wir gehen weg. Freunde, ich würde sagen, Kräte kurz Kit mal weh, ihr seht schon. Und damit war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal wieder gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert meinen 2-Kanal.